Hallo und herzlich willkommen bei Bioshock Infinite. Wir begeben uns aber nicht nach Columbia dieses Mal, denn wir begeben uns in dieser Episode hinab in die Tiefen. Und zwar bei Seebestattung. Jahaha. Ja, es gab ja schon mal ein DLC namens Kampf in den Wolken, wie man hier sieht. Aber ja, das war mehr als bescheiden, sage ich mal. Und deswegen spielen wir das erste Story-DLC zu Bioshock Infinite namens Seebestattung oder im Englischen, was mir bei weitem besser gefällt, muss ich sagen, Burial at Sea, hat irgendwie einen schöneren Klang. Aber ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal, wir machen ein neues Spiel. Ich habe einen Speicherpunkt, woher habe ich einen Speicherpunkt? Ja, egal. Ja, ich spiele mal weiter. Mach hin, Junge. Und ja, um was es dabei eigentlich geht, also es hängt jetzt nicht mit der Story von Bioshock Infinite zusammen. Man spielt so wieder Booker und wie hieß sie nochmal? Elizabeth? Oh, ja. Hallo. Ruhe. Und da haben wir schon Booker, wie man an den Untertitel erkennt. Und ich schätze, das ist Elizabeth. How about we start with a light? With a light? Nein, danke. Denn vorher muss ich, wie ich gerade merke. Ja, sorry, aber das merkt man erst immer, wenn das Spiel schon läuft. Und zwar ein bisschen runter. Danke. Ja, ein bisschen besser. Also, was geht ab, Baby? Obwohl ich dich nicht Baby nennen darf. Für alle, die Bioshock Infinite durch haben, werden es verstehen, warum ich sie eigentlich nicht Baby nennen sollte. Aber vorher mal Geld regiert die Welt. Reisetasche. Natürlich nehmen wir einen Damenschuh mit, warum Booker auch immer einen Damenschuh in seiner Reisetasche hat. Warum auch immer. Ich meine, Booker, das überlasse ich ganz dir, was du so stehst. Ja, dann zünden wir dir mal eine an. Miss Elizabeth. You can call me Elizabeth. What can I do for you? There's a girl who needs to be found. Maybe you've seen her. This girl's dead. You know her. You'll see dozens of her type down by the docks or the slums in Apollo Square. Orphans. With Fontaine's charity shut. No place for him. But her you know. As I said, girl's dead. Lost. Look, uh-huh. I don't know where you get... Lost isn't dead. Name your rate, I will pay you for this work. But you'd do this one gratis, wouldn't you? I don't follow. Something tells me you will. Ja, dann folgen wir ihr, oder nicht? Wobei, ich glaube, wir haben dabei nicht eine große Auswahl an Entscheidungen. Also mal raus. Und wie man sieht, wir befinden uns wieder auf Rapture. Where's Sally? I don't know, but I know someone who does. Follow me. Ja, und wenn wir schon auf Rapture wieder sind, fällt mir gerade ein, ich hätte eventuell vorher wieder den ersten Teil spielen sollen. Oh, da haben wir Sam, der Kong. What? Ja, genau deswegen. Ich hätte den ersten Teil wieder spielen sollen. Denn es ist mittlerweile... Something tells me a man with your particular talents could be useful. Ja, wie ich sagen wollte. Oh, was geht hier? What are they? Where have you been? Cabin in Arcadia? Little sisters. Atom factories. It's grotesque. Oh ja, wie ich sagen wollte, ich hätte den ersten Teil eventuell vorher spielen sollen, denn es werden da sicherlich manche Anspielungen vorkommen, die ich einfach nicht mehr kapiere. Da das Spiel ja auch mittlerweile schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Und ja. Is that why we came to Rapture? I could compromise in Red Hook. We're just men and women, Alan.
You hold yourself to that standard, you'll never be happy. Hey, lauf mir nicht aufs Bild. Manche Leute haben ein Benehmen. Yes, to the doubters and the parasites. Yes, yes, even Andrew Ryan takes a vacation. Everybody takes vacation. Na komm, Elisabeth. Gehen wir weiter. Elisabeth. Hallo? Hallo, weiter. Ach, dann geh ich ohne dich. Ach, jetzt bist du da. Hä? Shut Postal. Pneumo. Ach, Pneumo. Oh, ein Big Daddy. What do they even look like under those suits? What you mean? Are they just some kind of machine? Wow. Oh, da geht er ab. Blut. Hast du eigentlich eine unendliche Zigarette? Die geht ja nie aus, oder? Oh, da lässt sich sicherlich was einsacken. Ja, alles mitnehmen, was geht. Natürlich essen wir auch wieder aus dem Mülleimer. So wie wir das von Booker gewohnt sind. Was? Ach, jetzt. Mann. Ja, nicht so hastig, Elisabeth. Mach keinen Stress. Art, Science, Industry. Hä? Okay, wie du meinst. Das überlasse ich mal ganz dir. Wie bist du da? How long have you been in Rapture? Let's just say I don't get out much. You've got eyes and ears, don't you? If I wanted to share my life story, Mr. DeWitt, I would write my memoirs. If I learned anything about Rapture, I thought it was a place where people understood to mind their own business. You know, sweetheart, I'm spliced up particular to pleasing a woman. Na, wenn du das nötig hast. Moment mal. Wenn es hier weitergeht, aber hier geht es doch auch noch. Da gucke ich doch natürlich zuerst, was es hier so gibt. DeWitt. Hello. The Hostick sees you, he'll toss you out on your ass again. Aha. Wieso? Was habe ich verbrochen? Missing, missing, missing. Drei kleine Mädchen. Ja, ja, ja. Ich hau ja schon ab. Aber ich kann mir schon denken. Wenn hier immer kleine Mädchen vermisst werden, wo die hingekommen sind. Where are we headed? The man we need to see is in the Garden of the Muses. How do you know? My sources are my own, Mr. DeWitt. If you have better information as to the whereabouts of your girl, I suggest you avail yourself of it. Okay. Wenn du meinst, dass das so besser ist, ja bitteschön. So, wir fahren mit dem Aufzug. Where are you taking me? When's the last time you saw Sally? What? She was taken from you, wasn't she? How do you know this? She was taken. Down at Surprise. You were playing the tables and... She disappeared. And? Cop friend of mine, Sullivan, says they found her floating in the docks. You see the body? Look. Did you see the body? Noch ein Big Daddy. This world values children, not childhood. There's a profit to be made and men who make it. I'm taking you to one of them. Mr. DeWitt, you alright? I'm fine. Just get these spells sometimes. It'll pass. Das sah irgendwie nach Columbia aus, oder? Oh, wir sind da. Madam? We're fine, thanks. Hui! Ja, so geht's natürlich auch. Und er ist wieder weg. Ich will einen Drink. I went through basic with him, decent sort, but the Italians. Whee! Papa this and Papa that. They can't take a crap without a Ach, an der Bar. Ist für mich? Komm schon, lass mich trinken. Ah, verdammt. Aber gucken wir uns hier mal um. Ohne schöne Weinauswahl. Wobei ich persönlich nicht so der Weintränker bin. Da habe ich einfach lieber ein gut gekühltes Bier. Das ist besser.
Artist Struggle. Hallo. Just a moment. Für was? Wonderful to see you. Ja, danke. Lass mich vorbei. Na, verdammt. Ich glaube, hier gibt's noch nichts. Cohen, Bruder. The Golden Rule. Und wo ist der Garden of Muses? Mason, wo's geht? Na, was geht? Buongiorno, signore. Oh, hallo. Irgendwie sieht der Typ aus wie Macklemore. Ja. Days. Her little girl's been missing for days. Ja, ich weiß. Ich mach mich daran. Hier kann ich wieder was klauen. Wunderbar. Ach, nichts drin. Hier noch was. Ah, immer schön her damit. Oh, Audi-Lock. Observer. Strangest of coincidences. Wieso habe ich jetzt keinen Untertitel? On the other side of a window. Man in strange hat experimenting on Soo-Chung's own creation. On plasmid. Man name of Fink. Outrage! Death of intellectual property! But man name of Fink is no fool. Through addition of oxidizing agent, turns plasmid ingestible through stomach lining. Mr. Ryan very impressed with Soo-Chung's initiative. Theft of intellectual property. Two-way street. Und wieso hatte ich bei den Audiolog jetzt keine Untertitel, bitteschön? Ja, was mir sowieso nicht so recht eingeht. Ich weiß nicht, ob ich dann einen Scheiß gebaut habe oder was auch immer. Jedenfalls konnte ich das DLC nicht auf Deutsch stellen. Es war mir einfach nicht möglich. Ja, deutsche Untertitel, schön und gut. Aber ich konnte die Sprachausgabe einfach nicht auf Deutsch stellen. Mr. DeWitt, we'll find my source inside of that club. Cohen? Does that lunatic have to do with Sally? Cohen. Also die Masken von denen kommen mir zumindest schon mal bekannt vor. Private party. Die kennt man ja. No entry without invitation. Ja. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Which business do you represent, sir? Business? Yes, which business? DeWitt Investigations. Mr. Cohen does not truck with private detectives. Masks of invitation went to artists and craftsmen alone. I'm with the artist struggle. We're expected. No mask, no entry. Stuff shirt. His imitation masks he spoke of. They must have gone out to local artisans. Well, I guess we'll have to persuade someone to loan us one. The business of Rapture is business. Says it's sponsored by the Artist Struggle, the Golden Rule, and Rapture Records. I guess those stores would be as good a place to start as any. Ja, da waren wir ja gerade. Drei einseitige Läden scheinen eine Einladung zu Cohen Club zu haben. Du kannst dir im Zielbildschirm dein aktuelles Ziel auswählen, drücke O, um den Bildschirm aufzurufen. Ach, muss ich das echt sagen. Ist es jetzt O oder 0? Es ist O. Durchsuche das Golden Rule, besuche die Rapture Records, der Artist Struggle. Ja, nehmen wir die Golden Rule, da waren wir sowieso noch nicht drin. Die anderen beiden haben wir uns schon angeguckt. A man. Really? You don't strike me as the romantic type. Wasn't that kind of man. Then what? There's a debt that needs repaying. I've known my share of Shylocks. You're no Shylock. Invitations to Cohen shows are highly coveted. Nobody's gonna just hand us one. You think you can figure out a way to distract the store owner while I take a look around? You just find the mask. Leave the distractions to me. Okie dokie. Hello, my good sir. Ja, schöne Ausstellung. Ich guck mich nochmal um.
nichts Verdächtiges bei mir zu sehen. Und wie wäre es mit Ablenkung? Elisabeth, Ablenkung. Excuse me. Lady has some questions for you. Yes, of course. I'm interested in this piece. Ah, excellent. You've an eye, haven't you, miss? It's a natural sapphire and diamond, 18-karat gold ring, fully hallmarked for Paris. Ich weiß nicht so recht. Really? Das sieht für mich excuse me, nicht so gut aus. A lot of fine talk about a stolen ring. Cohen sends those masks out in some kind of box. Did you think we wouldn't notice? The assurances of a grave robber are of must be somewhere else. Ja, wenn wir schon mal da sind, lassen wir den ganzen Rest mitgehen. I don't think so. Hit the bricks, you tramp. Or I'll see to it. Get your hands. Hey, wie sprechen Sie mit der Lady? Ja, hast du gut gemacht. Might be best if we were gone when he wakes up. Von einem Tritt in der Erde geht der K.O. Nothing. Let's find another shop. Na gut, dann müssen wir sowieso noch in die anderen. Upstairs at the artist's struggle or Rapture Records straight ahead. Wieso? What? Wieso geht hier die Tür einfach auf und zu? The Watched Clock. Ne, wir gucken zuerst in die Clubs. Need to know Theater. Ach, das ist wieder Kino quasi. The Big Daddy. The Big Daddy may look imposing, but he's a gentle giant. Do you know all he does for Rapture? These metal gents are the hands that maintain Rapture, digging the foundation out of the seabed and guiding structural supports into place. Where do these metal mysteries come from? Sorry, chum, that's Orion Industries trade secret. Ach, verdammt. Now you know. Ja, eigentlich nicht, weil es ein Geheimnis ist. Ach, totale Verarsche. Glücksspiel. Gewinne ich was? Na komm schon, noch eine 7. Oh. Aber ich habe gewonnen. Nein. Vorher muss ich spielen, bevor wir weitergehen. Verdammt. Komm schon. Komm schon. Nein, das wird wieder nichts. Ach, der automatisch scheiße, nehmen wir den. Banane, Glocke. Ach, leck mich. Gib mir schon wieder total am Arsch. So, wo war jetzt? Die eine war ja oben. So viel habe ich mir mal gemerkt. Ja, das ist Struggle. Ja, da ist jemand. Bonjour. Oh, bonjour, baguette, mon amour. That dish I walked in with? Will you give her the star treatment, pal? That'll make it worth your while. But of course, right away. Ja, was war das wieder für eine Zweideutigkeit? Original Sander Cohen. He calls it miasma. I'm sorry, but I know precious little about art. How does it make you feel? Gotta find that box. I don't want to open my mouth for fear of what... Gotta find... Oh, da ist sie ja schon. Ja, wieder leer. Im Safers? Nein. Der hat ja gar nichts. Typisch Künstler. You've given me so much to think about. I feel a trifle swoony. Would you mind if I return tomorrow for further education? I shall be here at your service. Until tomorrow. Ja, wahrscheinlich nicht. Also, Elisabeth, raus hier. Wobei ich mir denke... Got one place left, though. And if that proves to be fruitless? We'll cross that bridge when we get to it. Wobei ich mir schon denke, das ist sowieso so gemacht, dass man das generell durch alle Läden durch muss, bevor man hier das Richtige findet. So, Records, Records, wo war denn das wieder? Wo war das denn wieder? The Makita Book. Records. Waren der nochmal? Ach, da hinten.
Ich wusste es doch gleich. Ich wollte nur ein bisschen die Spannung aufbauen. Ihr wisst ja, wie das läuft.